Hi, willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute sind wir in einem Kia Ceed unterwegs in der GT-Line, also ein sehr sportliches Auto, genau. Um schon mal vorweg zu greifen. Es gibt einmal einen 1-Liter Motor, das ist quasi der Einstiegsmotor mit 100 PS und dann gibt es denselben 1-Liter Motor nochmal mit 20 PS mehr. Und dann kommt eben schon der Sprung eben auf diesen 1,4 Liter Motor, der natürlich dann auch nochmal etwas mehr Drehmoment hat. Das wird man schon merken mit eben mehr Hubraum, Zylinder mehr. Und genau, auf jeden Fall fährt der Motor auch super in dem Fahrzeug. Also wir haben grundsätzlich, das ist nämlich eigentlich was, wo ich fast nicht mit gerechnet hatte, grundsätzlich auch einen sehr, sehr, sehr guten Verbrauch. Also ja. Ja, also ich kann was dazu sagen. Ich bin mit dem Auto jetzt sehr, sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Und es ist echt erstaunlich. Also ich habe jetzt nicht wirklich auf irgendwelche, ich sag mal, spritsparenden Dinge geachtet, sondern bin wirklich gefahren, was eben erlaubt war. Und das Auto hat erstaunlicherweise wirklich 5,4 Liter über, also sehr gemischte Strecken gebraucht. Ja. Mit ungefähr 50% Autobahn, 50% Überland. Also das ist echt erstaunlich, muss man wirklich nochmal hervorheben. Ja. Gerade weil wir auch bei den ganzen anderen Tests oder bei sehr vielen anderen Tests gelesen haben oder gehört haben, dass häufig von um die 7 Litern gesprochen wurde. Aber das können wir überhaupt nicht bestätigen. Also wir sind da wirklich weit drunter. Auch nicht eben mit zurückhaltender Fahrweise, sondern wirklich so, wie man wollte und konnte. Und da sind wir auch gleich schon beim nächsten Thema. Das Auto hat 140 PS. Ist natürlich nicht wenig, aber es ist natürlich auch kein Rennwagen. Also wir sind, gerade wenn man dieses Fahrverhalten von dem Auto merkt, wir haben ja die GT-Line, wie wir schon erwähnt hatten, und das Auto liegt brutal gut auf der Straße. Es macht wirklich verdammt viel Spaß, gerade auf kurvigen Strecken. Das ist wirklich super und ja, da könnte man teilweise fast vermuten oder fast sich wünschen, dass man ein paar PS mehr noch hätte, weil es einfach so sportlich abgestimmt ist. Das Auto liegt wirklich brutal straff auf der Straße und ja, wenn man dann aufs Gas tritt, wir haben zwar natürlich den Durchzug, das ist schon alles okay, aber es ist eben dann doch nicht der reinrassige Sportwagen, wie man es schon fast vermuten könnte vom Fahrwerk. Ja, insgesamt, das Fahrzeug ist ja in der GT-Line ziemlich sportlich abgestimmt, also sowohl Fahrwerk als auch Lenkung, als auch dann die ganze Ausstattung. Und das lädt natürlich eigentlich dazu ein, gerade weil eben, wie Jan schon gesagt hat, das Fahrwerk echt extrem gut abgestimmt ist. Also es ist sowohl komfortabel als auch sehr straff und sportlich. Also, ein wirklich sehr guter Kompromiss. Also wir haben schon gesagt, man muss überlegen, wo man das letzte Fahrwerk gefahren ist in der Klasse, was wirklich diesen Kompromiss so gut geschafft hat. Und deshalb genau lädt es eben eigentlich zu mehr Leistung ein. Oder man könnte sagen, okay, wenn wir jetzt 100 PS mehr hatten, das Fahrwerk wird es auf jeden Fall vertragen. Deshalb eher so teilweise das Gefühl, okay, ich hätte mehr erwartet, als dann kommt. Aber natürlich 140 PS, also so ist das Fahrzeug natürlich souverän zu fahren. Da gibt es gar nichts zu meckern. Und das auch noch, wie gesagt, mit diesem extrem guten Verbrauch, der uns ja schon gewundert hat, weil es ja doch ein relativ großer Motor, also relativ groß nach heutigen Maßstäben, relativ großer Motor mit eben 140 PS ist, aber es scheint sehr gut zu passen, gerade auch dann in Verbindung mit dem manuellen Getriebe. Sechsganggetriebe ist es auch übrigens. Das lässt sich auch sehr angenehm schalten, ist auch sehr direkt. Ich finde auch, die Schaltwege sind noch in einem Maß, also nicht zu lang, dass man auch wirklich angenehm schaltet. Ja. Und auch an sich, also ich finde der ganze Komfort, wir haben wirklich eine ganz gute Lärmisolierung nach außen, also beziehungsweise nach innen. Wir haben innen nicht arg laut und da kann man auch längere Strecken wirklich angenehm fahren. Ja. So, jetzt schauen wir uns das Auto mal noch von außen an.
Die aktuelle Generation von Kia Ceed beeindruckt mit einer sehr sportlichen Front. Die ist zwar schon in der Basis sportlich, aber hier haben wir natürlich die GT-Line. Das heißt, wir haben eine Frontschütze, die nochmal weiter nach unten gezogen ist. Wir haben hier Hochglanzelemente in Schwarz. Und wir haben, was eigentlich ganz cool ist, schon in allen Kia Ceeds zusammen, immer diese 4-Punkt-LEDs. Das haben wir entweder mit den LED-Scheinwerfern oder auch schon mit den normalen Standard-Halogen-Scheinwerfern. Aber dieses 4-Punkt-LED-Licht bleibt immer gleich und gibt dem natürlich nochmal eine einheitlichere und auch sehr moderne Front. Auffällig ist, dass die Scheinwerfer hier fast bis zur Vorderachse nach hinten gezogen sind. Das heißt, sie gehen sehr weit außen rum. Und dann landen wir auch schon gleich bei den Felgen. Die sind nämlich hier auch spezifisch für die GT-Line. Das sind 17 Zoll Felgen, die auch sehr schön hier zweifarbig einmal noch metallic lackiert sind. Und das wirkt nochmal sehr hochwertig. Und wir haben natürlich auch Sportbereifung drauf. Und das ist natürlich nochmal ja wichtig für das sportliche Fahrverhalten, was wir ja auch dem Fahrzeug schon, also wo wir es vorhin schon von hatten. Gleichzeitig gehen seitlich die schwarzen Hochglanzelemente weiter. Ebenso wie unten noch eine Schwellerverkleidung, die auch eben GT-Line spezifisch ist. Nochmal Schwarz-Hochglanz mit einem Alu-Optik-Element quasi. Dann wirkt das ganze Fahrzeug nochmal flacher am Boden. Und wie man dann seitlich und hinten noch sieht, sind die Scheiben dunkel verspiegelt. Das passt natürlich zu diesem ganzen Orange-Schwarz, ja, diesem ganzen Farbspiel und macht das Ganze noch sportlicher. Und passt eben zu den ganzen schwarzen Applikationen und Elementen, die wir außen ums Fahrzeug rum sehen. Die Rückleuchten sind ebenfalls etwas länglich in die Breite gezogen und verleihen dem Ganzen dann nochmal eine flachere Optik. Wir haben natürlich hinten auch nochmal durch die GT-Line, wie man hier an dem Schriftzug sieht, auch nochmal eine etwas sportlichere Optik. Zum Beispiel haben wir hier zwei, naja, man kann es nicht anders sagen, es sind leider Fake-Auspuffblenden. Aber es sieht natürlich gut aus, auch wenn sie natürlich hier in dem Fall keine Funktion haben. Aber für die Optik bringt es natürlich auf jeden Fall was. Der Kofferraum ist dann keine Überraschung. Es ist eigentlich eine ganz normale Größe, wie man es auch in der Klasse kennt und erwartet. Wir können sogar hier den Boden nochmal hochklappen und haben nochmal ein kleineres Staufach. Aber ansonsten eben keine Besonderheiten, außer dass wir eine niedrige Ladekante haben. Was natürlich ein Vorteil ist, wenn wir irgendwelche schweren Sachen reinheben müssen. Und wir können serienmäßig immer auch die Rücksitzbank ein Drittel, zwei Drittel umklappen. Die Türen hinten haben eine komfortable Größe. Das heißt, wir können wirklich entspannt einsteigen. Und das ist, finde ich, für die Kategorie, für die Fahrzeugklasse echt okay. Und wir haben wirklich genug Platz, auch zu viert zu fahren. Es ist insgesamt natürlich jetzt kein Raumwunder, würde ich mal sagen, aber ausreichend auf jeden Fall und man reist auch zu viert komfortabel, das können wir wirklich sagen. Es ist natürlich der Fall, dass das Auto, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, eher etwas sportlicher abgestimmt ist. Das merkt man dann auch auf den hinteren Plätzen, wenn man aufgrund des Radstands dann teilweise Bodenwellen hat und dann etwas hoppelt, aber insgesamt ist es wirklich eine sehr solide Leistung hier hinten. Direkt als ich das erste Mal ins Auto eingestiegen bin, ist mir aufgefallen, dass das Lenkrad wirklich super aussieht. Das ist unten abgeflacht, komplett mit Leder bezogen. Und wir haben hier sogar ein kleines Stück mit gelochten Leder bezogen. Außerdem liegt es wirklich gut in der Hand und da kann man auch dieses sportliche Fahren wirklich ausnutzen und auskosten. Zusätzlich haben wir natürlich alle typischen Multifunktionsfunktionen am Lenkrad. Wir können natürlich Telefon annehmen etc. Solche Dinge, die man eben auch mittlerweile schon fast zum Standard zählen kann. Ansonsten haben wir das große Navi hier drin. Das hat, glaube ich, um die 10 Zoll. Ist ein schöner Bildschirm, der hat auch eine ganz gute Auflösung. Allerdings hatte ich jetzt ein paar Mal ein bisschen kleinere Probleme mit der Verbindung mit meinem iPhone zu Apple CarPlay. Ob das allerdings jetzt wirklich am Navi lag, kann ich nicht sagen. Das war vielleicht auch einfach eine Apple-Sache. Ansonsten haben wir hier GT-Line spezifisch auch besondere Sitze. Das sind hier Sportsitze, die teilweise hier Kunstleder bezogen sind und ansonsten an der Sitzfläche und am Rücken ein gewisses Wabendesign haben. Das ist allerdings kein Leder, sondern das ist dann ein Stoffbezug, der hier genutzt wurde. Was teilweise beim Anfahren auffällt, ist, dass wir nicht so viel von der Kupplung spüren. Also das Pedal ist
ziemlich einheitlich vom Gefühl, aber wir merken nicht, wann jetzt die Kupplung wirklich greift. Das heißt, dadurch haben wir halt relativ Gefühl, wann denn jetzt der Druckpunkt ist von der Kupplung. Deshalb manchmal ist es ein bisschen schwierig dann zu dosieren, genau wie halt die Kupplung dann gerade eingerückt ist, wie weit, weil man es nicht genau spürt. Genau, ansonsten würde ich jetzt mal noch ein bisschen auf die Preise eingehen, dass wir da mal ein bisschen einen Überblick bekommen. Wir haben viele verschiedene Ausstattungslinien und es fängt bei etwa 16.000 Euro an. Da haben wir allerdings noch nicht mal eine Klimaanlage drin. Dann die nächst höhere Ausstattungslinie, da sind wir dann bei 18.2 oder 18.3. Da haben wir dann eine manuelle Klimaanlage und erst ab der nochmal höheren Ausstattungslinie, die ungefähr bei 20.000 Euro liegt, können wir dann eine Klimaautomatik drin haben. Genau, davor gibt es die Möglichkeit gar nicht für eine Klimaautomatik. Genau, und das ist auch grundsätzlich die Sache. Wir haben hier bei Kia sehr viele Ausstattungspakete, die grundsätzlich auch in einem okayen Rahmen, würde ich mal sagen, bepreist sind. Das ist ja okay. Allerdings muss ich dann häufig irgendwelche Dinge zusätzlich zubuchen, die ich eigentlich gar nicht brauche, wenn ich eben beispielsweise ein Schiebedach haben will, muss ich irgendwas anderes dazu nehmen. Ja. Das ist so ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen nervig, ist aber auch ein bisschen Geschmackssache, dafür habe ich dann mehr im Auto drin. Ansonsten, die GT-Line, die wir jetzt hier fahren, die gibt es ab, ich glaube, so 25.000 Euro. Und mit dem, was dann hier noch drin ist, also wenn man dann noch irgendwie Navigationspaket oder Technologiepaket dazu packt, was auch eigentlich so die wichtigsten beiden Pakete sind, mit eben dann großem Navi und eben dann noch Einparkassistent und sowas im Technologiepaket, dann liegt man so bei ungefähr 28. Und dann ist das Auto aber auch ziemlich voll, wenn man es jetzt sportlich haben will. Ansonsten gibt es auch noch eine Ausstattungslinie über der GT-Line, also dann quasi mehr auf Luxus als auf Sportlichkeit ausgelegt. Und da ist dann auch wirklich alles voll. Die fängt dann so bei 30.000 Euro an, aber da ist wirklich dann auch schon alles drin. Also so hingehend ist das Auto sehr attraktiv eingepreist. Und auch von der Ausstattung, wie gesagt, die Ausstattung sind teilweise etwas komisch zusammengepackt, aber preislich schon im Rahmen. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja, und auch vom ganzen Auftreten muss man wirklich feststellen, Kia ist einen etwas sportlicheren Weg gegangen. Ja. Weil wir haben ja auch in der Basisausstattung haben wir ein relativ sportliches Auftreten. Ja. Und auch da macht das Auto wirklich was her. Das haben wir bei anderen Herstellern. Ich finde, der normale Golf sieht jetzt nicht so sportlich aus. Das kriegt man natürlich auch beim GTI etc. Klar, aber ist in der Basis schon ein ziemlicher Unterschied. Genau, ich denke, da merkt man dann auch, dass teilweise eben die deutschen Hersteller einfach ein bisschen biederer von den Fahrzeugen sind oder einfach zurückhaltender. Und hier merkt man, dass dann mehr auf Sportlichkeit Wert gelegt wird oder auf mehr Auftreten. Was nämlich ganz lustig ist, der Kia hier, der Kia Ceed, wird ja in Frankfurt designt. Also in Frankfurt ist das Designzentrum. Die Entwicklung sitzt in Rüsselsheim und produziert wird er dann in der Slowakei. Das heißt, wir haben grundsätzlich hier ein ziemlich europäisches Auto. Also Entwicklung, Design ist alles nicht europäisch. Nur ziemlich, es ist also eigentlich ein europäisches Auto. Und der ist ja auch quasi hier für den Markt gebaut und eben dann auch von Leuten, die den Markt hier verstehen. Und deshalb, Merkt man eben an allem. Ja, ich würde sagen, eigentlich war es das schon. Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt alles ganz gut zusammengepackt. Lasst uns gerne ein bisschen Feedback da. Schreibt rein in die Kommentare, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert uns natürlich auch gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.